Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute recht spannend von Fennig, der Grill, und zwar der Fennig Light. Den schauen wir uns heute gemeinsam an. Bleibt dran! Ja, ich möchte heute den Fennig Light Grill testen. Er soll ja auch als Feuerschale fungieren. Wer meine Videos kennt, der weiß ganz genau, dass ich meine Hobos richtig einheize. Das heißt, ein Hobo läuft bei mir schon so 2 bis 3 Stunden abends gerne mal als Wärmequelle, ohne dass ich drauf kochen würde. Und das werde ich bei dem Grill hier genauso testen, ob dieser sich als Alternative zum anderen Hobo als Feuerschale natürlich bewährt, wie das Material sich verzieht und so weiter. Das schauen wir uns auf jeden Fall in dem Video an. Dazu gehe ich nachher auch raus in den Wald. Also das wird auf jeden Fall noch interessant, die Geschichte. Ja, auf jeden Fall ist es die Light-Version, soll ja wiegen 2,3 Kilo. Das werden wir gleich mal testen. Da kommen wir gut hin mit 2,3 bzw. 2,5 Kilo ungefähr kommt man dahin. Welchen Einsatz stelle ich mir bei mir zum Beispiel vor? Ganz klar, für mich ist interessant, das Dachzelt, dass ich auf dem Campingplatz was grillen kann oder eben auf einem anderen Platz, wo ich halt mit dem Dachzelt bin. Also Autocamping oder, wo es auch interessant ist, auf jeden Fall im Waldlager, im Camp. Und ja, vielleicht, je nachdem, wenn man sich abspricht und der andere Kollege einen Teil abnimmt, dann auch natürlich im Wald. Genau, ob der für Trekkingtouren sich eignet, das muss jeder selber entscheiden, was er da an Gewicht haben möchte. Vom Platz ist es jedenfalls gut. Also kann man nicht meckern. Okay, wichtiger Teil, das Unboxing. Ganz genauso wie er hier ist, kommt er auch an in dieser praktischen Nylontasche. Und dann schauen wir mal rein. Fängt dann an mit ein paar Zetteleien. Da haben wir zum Beispiel eine Broschüre, was die sonst noch haben, die Kollegen von Fennig. Und dann natürlich von der die Gebrauchsanweisung. Einen Aufkleber finde ich gut, die sammle ich zurzeit. Und ja, nochmal eine Aufbauanleitung. Kann man sehr schön sehen. Und das Wichtigste, der Grill selber. Alles klar, noch versiegelt, noch nicht ausgepackt. So ein Tool. Und der Grillrost. Es ist auch sehr massiv, fühlt sich gut stabil an. Klar, also ich denke mal, wenn man den einheizt, dass sich da schon ein bisschen was verzieht. Da bin ich ja echt mal richtig gespannt. Setzen wir hier rein. Es hat ja, wie ihr seht, verschiedene Höhen. Und rutscht auch nichts. Und das ist auch eigentlich schon fast selbstklärend, wenn man das so sieht, dass man da halt das Rost gefahrenlos bewegen kann, wenn das Ding glüht. Und dementsprechend an Höhen verstellen kann, damit das Zeug, wenn es dann richtig flammt, nicht verbrennt. Oder halt zum Warmhalten später. Das Material, geschliffenes Edelstahl, die Größe ist hier 29 x 19 x 28 cm. Gehen wir lieber raus in den Wald und heizen das Ding mal ordentlich ein, ha? Den Grill habe ich schon aufgebaut. So neu wie jetzt wird er natürlich nicht mehr aussehen. Da der Boden etwas schräg ist, habe ich den hinten etwas in die Erde gedrückt. So steht er jetzt auch richtig stabil da, der Grill. Anzündholz sowie Holzkohle habe ich heute mal mitgebracht. Aber ich werde dann noch ein bisschen was zurechtschneiden, weil wir ja wissen, ob ein bisschen größere Stücke da drin gut brennen, weil ich die ja als Wärmequelle nutzen möchte. Also den Grill wie eine Feuerschale sozusagen. Meine Hobos eben auch im Winter dann rein als Wärmequelle fungieren. Das möchte ich auf jeden Fall wissen, wie sich das dann schlägt, das Ganze.
Während der Grill wieder als Feuerschale fungiert, schauen wir uns doch mal das Grillrost an, ob sich das verbogen hat oder verzogen. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, so gut wie gar nicht, beziehungsweise gar nicht. Nur als kleiner Tipp, wenn ihr das Tarp genauso aufspannt, wie ich das gemacht habe und den Grill, den Hobo sozusagen kurz davor platziert, ist jetzt nicht direkt drunter, dann habt ihr sie im Winter auf jeden Fall schön warm, weil sich die ganze Wärme hinten im Tarp sammelt. Ich werde jetzt nichts mehr nachlegen. Das Ding ist gut gelaufen, lange bis jetzt. Und ja, bis das jetzt aus ist, tatsächlich wirklich gar nicht mehr brennt. Dauert jetzt eh noch bestimmt eine Stunde oder so. Und das reicht mir dann auch. Und jetzt verabschieden wir uns vom Feuerchen. Wieder zurück aus dem Wald und ich wollte mit euch die Teile nochmal anschauen, ob die sich verzogen haben, verformt oder nicht mehr funktionieren, so wie man das beim Hobo halt oftmals sieht. In dem Fall ist hier nichts passiert. Die Teile sehen top aus. Naja, klar, ich meine, die Farben ändern sich natürlich dementsprechend. Und man hat ja schon gesehen beim Grillrost, dass da nichts ist. Und ich habe das schon leicht mit der Hand gespült. Selbst da, wo empfindliche Stellen sind, wo sie es gerne mal verzieht, hat sich nichts verzogen. Klar, ich meine, das Material ist ja auch dick genug, da kann eigentlich auch nichts passieren. Hier sehe ich einen leichten Verzug. Das ist aber auch da, wo die Hitze beträchtlich stark ist, hat sich ein bisschen hier so nach oben verzogen, leicht. Das ist aber nicht schlimm. Da kann man es sehen in dem Fall. So, aber das ist jetzt wirklich, ich würde mal sagen, jammern auf hohem Niveau, weil 2 Stunden ist der gelaufen. War eine Menge Hitze drin und von dem her, da kann man nicht meckern. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz schauen, wie das so ist mit dem Einrasten der Teile, ob sich da was verzogen hat. Also das geht auch einwandfrei. Das war auch so, dass nach dem Gebrauch konnte man den auch ganz leicht wieder auseinanderbauen. Ja, da hängt jetzt nichts oder geht schwer, sondern es ist wirklich ganz, ganz leicht. Die haben sich auch nicht verbogen oder verzogen. Einsatzgebiet bei mir wird definitiv sein beim Camping, auf dem Campingplatz mit Dachzelt oder anderen Plätzen, wo es halt eben erlaubt ist. Und mit dem kleinen Packformat und vom Gewicht her ist das auch völlig egal im Fahrzeug. Und so wird endlich mal mein Einweggrill abgelöst, der wieder nur Müll produziert. Ja, und im Camp, im Waldcamp auf jeden Fall auch sehr gut zu gebrauchen, hat man ja gesehen. Da war er ja schon im Einsatz jetzt zum Testen. Ja, ansonsten mit Trekkingtouren ist es halt so, wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, vielleicht Glück hat zu viert, dann kann man sich die Teile aufteilen und eben dann auch abends mal sein Grillfleisch zu dritt drauflegen. Ich sage jetzt extra zu dritt, die Fläche ist nicht so riesig, aber man hat Zeit draußen und da wird der Kollege dann auch kein Problem haben, wenn man da sich ein Stück Fleisch draufhaut und der andere da und dann vielleicht der andere dran ist oder abwechselnd wegen der Größe. Aber dafür hat man eben einen mobilen Grill dabei. Oder eine Feuerschale ist doch was wert. Übrigens, bei Galileo haben die auch solchen einen Klappgrill getestet. Nicht diesen, aber einen anderen. Also schaut's da auch gerne mal vorbei. Ich verlinke das unten. Ist ganz interessant. Meine Bewertung zu dem Grill: tipptopp. Tolles Material. Leicht zusammenzubauen. Leicht auseinanderzunehmen. Leicht zu reinigen. Verformt sich nicht. Unten entsteht Hitze. Oben kann man grillen. Oder auch einen Topf draufstellen zum Kochen nebendran. Macht, was er soll. Kann man als Feuerschale verwenden. Gutes Packmaß. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Habt ihr wirklich gut gemacht, Pfennig. Ich bin begeistert. Volle Punktzahl, wenn ich welche hätte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unten in der Beschreibung ist natürlich noch der Link zu dem Grill drin.
Schaut's mal rauf auf die Seite. Tolle Sachen drin. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst mir doch gerne mal ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Ich wünsche euch eine schöne Zeit draußen beim Camping. Es geht ja langsam wieder los und bleibt mir gesund. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf meinem Kanal hier. Also dann, danke fürs Reinschauen, macht es gut, Servus, ciao.